herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Da wir in ein paar Wochen aus Ungarn wegziehen und wieder zurück nach Deutschland und dort dann mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt leben, mussten wir uns entscheiden, was wir machen wollen mit dem YouTube-Kanal, wie es weitergeht. Und darum geht es heute in diesem Video. Die erste Option ist, dass jeder eben seinen eigenen Kanal aufmacht und wir uns quasi spalten. Und das Problem daran, warum wir uns dagegen entschieden haben, ist, dass wir dann nämlich die uns schon jetzt aufgebaute kleine Community zwar, aber dann halt eben vernachlässigen irgendwie auch. Und das wäre halt auch ein bisschen schade, wenn wir euch halt eben diesen Kanal nicht mehr weiterführen und dann ihr hier auf diesem Kanal keine Videos mehr seht. Ja, die zweite Option war, dass wir getrennt Videos aufnehmen und beide Videos auf dem Kanal hochladen. Das fanden wir ein bisschen blöd, weil wir ja gesagt haben, der Kanal besteht daraus, dass wir beide etwas zusammen erleben und es für euch dokumentieren. Ein weiteres Problem ist halt auch, dass wenn halt einer dann öfter nicht hochladen kann, dann muss halt immer der andere. Und das wäre halt dann quasi, dann kann man auch direkt zwei eigene Kanäle machen, weil das Grundprinzip, warum wir diesen Kanal eigentlich gegründet haben oder was ihr quasi immer seht, dass wir zusammen nebeneinander sitzen oder dass wir halt zusammen irgendwie im entferntesten Punkt irgendwie zusammen diese Videos machen, das ist dann halt eben nicht mehr gewährleistet oder da. Und dann deswegen haben wir uns auch gegen diese Option entschieden. Und jetzt gibt es noch eine Option, und zwar die dritte Option. Und in der dritten Option ist es so, dass der Cornelius, der mehr Erfahrung beim Schnitt und bei der Videoproduktion hat, diesen Kanal weiterführt und damit auch euch, unsere Community, behält. Und ich überlege mir noch, ob ich einen neuen, wann und ob ich überhaupt einen neuen Kanal aufmache. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass ich einen neuen Kanal aufmache, aber ich überlege es mir auch noch, wie die Situation dann für mich in dem neuen Umfeld ist. Wir haben uns ja eben einfach gedacht, dass wir halt eben den Kanal auf jeden Fall weiterführen wollen. Und da die zweite Option jetzt nicht wirklich passt oder so, deswegen haben wir uns für die dritte Option entschieden. Und ja, wir geben euch jetzt einfach nochmal einen kleinen Rückblick auf unsere mittlerweile schon über 20 Videos, die wir jetzt hochgeladen haben. Und der Kanal ist ja einfach quasi so, einfach aus Spaß quasi so gestartet. Wir wollten halt einfach anfangs nur da wir halt keine vergleichbaren Videos, keine Sportvideos gefunden haben, wollten wir halt einfach mal ein Sportvideo produzieren und dann... Das ist eigentlich der ganze Kanal entstanden. Ja, genau, weil die Trainer haben uns halt schrottige Sportvideos reingestellt und das wollten wir halt irgendwie nicht so machen und deswegen haben wir einfach unser erstes eigenes Sportvideo produziert. Und dann ging es halt immer weiter. Wir wollten halt, dann haben wir uns dann halt irgendwann gedacht, ja gut, okay, das Video kam super bei euch an. Und dann haben wir halt eben einfach gesagt, dann machen wir halt jede Woche zwei Videos. Aber da, wenn du halt dann aus der gleichen Stadt wegziehst, dann ist es halt ziemlich schwierig, diesen Kanal so weiterzuführen. Weil der bestand ja auch immer nur daraus, dass wir zu zweit die Videos gemacht haben. Ja, und die Corona-Zeit war jetzt auch etwas schwierig für uns, da wir dann getrennt Videos machen mussten. Das habt ihr bestimmt auch gesehen. Und jetzt am Ende hat es uns richtig doll Spaß gemacht, für euch diese Ungarn-Dokumentation zu machen, die bei euch ja auch super gut ankam. Aber auch die Modellbahn-Videos, wo sehr viele neue Abonnenten dazugekommen sind. Dafür sagen wir nochmal Danke. Das war's eigentlich mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Also lasst uns vielleicht einen Daumen für dieses Video da oder wenn ihr traurig seid, dann könnt ihr noch mal kommentieren, wie ihr es gemacht hättet oder ob wir das Konzept für diesen Kanal noch mal ändern sollen. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Macht's gut. Ciao.